Ich habe jetzt mal drei Produkte vorbereitet. Einmal die Profi-Version vom Elektriker, einmal ein handelsüblicher Duspol und einmal so ein Tester. Diesen Tester, da wurde ich in einem Kommentar gefragt, der hat mit den drei Kontrollleuchten irgendwelche Probleme gehabt. Im ersten Versuch gehen wir mal davon aus, dass alles von Haus aus richtig ist. Stecken wir das ein, würden wir anhand von diesen Bildern sieht, wenn alle drei Leuchtdioden so leuchten, okay, haben wir richtig. Angenommen, wir stecken jetzt den Verkehr ein. Sieht man leicht da nur eins, das heißt das auf der Seite. Wenn ich jetzt dann da auf dem Bild schaue, wo es da steht, das war das. Phase und Null vertauscht. Phase und Null vertauscht, Erde okay. Das Teil zeigt also an, wenn Drähte fehlen oder vertauscht sind. Das erste war dann Erde nicht angeschlossen. Ja, wo hat es denn ist? So, so ist besser. Das zweite ist Phase und Null vertauscht, obwohl das ja egal ist. Die Phasenlage Phasen und Null vertauscht ist vollkommen egal. Aber um die Erde zu testen, braucht er natürlich da eine Phasen, um das abzuleiten. Und das muss in der richtigen Position drin sein. Also nicht verkehrt verstehen. Selbst wenn jetzt das, ich habe da Phasen rechts. Wenn jetzt die Phasen links wäre und ich stecke das so ein, dass das sichtbar ist, würde das Ganze auf dem Kopf stehen. Also wenn eben genau nachschaue, was da steht, Phase und Null vertauscht, dann kann ich das verkehrt reinstecken. Und dann steht natürlich der Schriftzug auf dem Kopf, aber man kann es trotzdem testen. Das nächste wird Nullleiter nicht angeschlossen, also wenn der Neutralleiter fehlt. Wenn Phasen abgeht, dann leicht er sowieso gar nichts. Und Phase Erde vertauscht. Auch das, da habe ich mal ein Video dazu gemacht, das verlinke ich unten drunter, da ist tatsächlich der Schutzleiter und Phasen vertauscht gewesen. Mit dem Teil hätte man den Fehler von Anfang an gefunden. Was man damit natürlich nicht machen kann, mit einem guten Duspol, allerdings, Duspol, zweipoliger Spannungsprüfer, allerdings schon, das ist auslösen lassen. Den RCD auslösen lassen. Man kann da genauso gut Spannung messen, auch ob der Schutzleiter anliegt, aber man kann halt den RCD auslösen. Das ist ein Manko, das dieses Ding nicht kann. Diese kleinen Stecke, haben wir mir aber gesagt, gibt es auch mit einer Prüftaste. Blende mal ein. Die haben eigentlich auch ganz gut. Weil wenn man halt zum Beispiel die Kurse macht, wie man Anlagen, VDE-Prüfungen macht, Messungen, Erst- und Wiederholungsprüfungen, sagt jeder eigentlich, es reicht ja, wenn in einem Zimmer drin die letzte Steckdose zum Beispiel mit einem Messgerät protokolliert wird. Jede einzelne Steckdose prüfen muss man aber trotzdem, so oder so. Da ist natürlich mit so einem Stecki nicht schlecht, wenn da halt einer an der Unterverteilung am RCD-Tal sitzt und einer Auszubildender rundum rast, jede Steckdose einsteckt und da drauf drückt. Dann weiß man einmal, ist die Funktion gegeben und vor allem, der würde da nicht auslösen, wenn da irgendwelche Drähte vertauscht worden wären. Jetzt schauen wir uns aber die Geschichte näher an. Als erstes gehe ich auf so einen Schutzkontakt. Da würde ich sofort merken, wenn was drauf ist, dann stecke ich das. Ich weiß jetzt zufällig, dass mein Außenleiter auf der rechten Seite ist. Wäre er auf der linken Seite, dann würde es hier pfeifen. Also Außenleiter, dann gehe ich in die Steckdose rein. Dann haben wir. Wichtig ist jetzt nicht, dass da 226 Volt stimmt, weil so 100%ig stimmt heute halt einfach nicht mehr. Das ist vollkommen egal. Wenn jetzt da natürlich 118 Volt steht, das wäre natürlich ein Problem. Und jetzt nehme ich den wieder raus vom Neutralleiter und halte ihn gegen den Schutzkontakt. Beim Schutzkontakt muss die gleiche Spannung angezeigt werden. Und wenn ich jetzt zwischen Phase, also Außenleiter, und Schutzkontakt meine Prüfspitzen drin habe,
und diese beiden Tasten gleichzeitig betätige, muss der RCD fliegen. RCD ist raus, den setze ich jetzt wieder ein. Ich glaube, man merkt jetzt schon den Unterschied. Allerdings auch das mit einem zweipoligen Spannungsprüfer ist ja durchaus von einem Laien zu bedienen. Das ist ja nicht gefährlich. Wäre da jetzt irgendwas vertauscht, hätte man das mit beiden Varianten festgestellt. Nichtsdestotrotz ersetzt es natürlich nicht eine von der VDI vorgeschriebene Installationsmessung. Da gibt es ein richtiges Messgerät. Die Dinger kosten halt meistens knapp unter 1000 bis weit über 1000 Euro, je nachdem, was sie können, was man damit alles macht. Da ist so, die Installationstester sind mittlerweile so, dass wenn man einen bestimmten Prüfablauf, die haben schon automatisiert, verwendet und einstellt, eine gut böse Aussage kommt. Das heißt, wenn alles in Ordnung ist und ein RCD schmeißt, ein FI wirft, kommt ein kleiner Haken, okay, passt. Mit den Werte und Daten muss man sich bei so einer Geschichte für dies eigentlich gar nicht auseinandersetzen. Natürlich, eine Elektrofachkraft, die eine erforderliche Prüfung macht, muss sich selbstverständlich mit den Werten auseinandersetzen, ob, wann, wie, wo es passt. Dass da Niederohmigkeit gemessen gehört und so weiter, das ist selbstverständlich. Mir geht es aber jetzt darum, wenn ein Laie irgendwie ein Steckdose einbaut, bevor der gar nichts prüft, ist mir tausendmal lieber, er steckt da so ein Ding ein und kann damit erkennen, ob was vertauscht ist oder ob was fehlt. Der Duspol, wie ich es gezeigt habe, also der zweipolige Spannungsprüfer, ist natürlich auch eine super Variante. Und wie ihr es gesehen habt, es geht auch darum, den Metallbügel, der raussteht, kurz mit entweder so einem Gerät oder mit einem zweipoligen Spannungsprüfer draufhalten, der kann natürlich auch einpolig die Spannung prüfen. Draufhalten, um festzustellen, dass da nichts fehlt, hoffentlich. Ich habe jetzt absichtlich die Adern vertauscht. Das heißt, ganz rechts habe ich einen Schutzleiter und in der Mitte habe ich den Außenleiter, der auf diese Pins geht. Das heißt, da liegt komplett der Außenleiter an. Ich möchte jetzt einfach nur feststellen, was das Ding anzeigt. Nur die ganz rechte Leuchte leuchtet und das bedeutet Phase Erde vertauschen. Selbst wenn wir das jetzt verkehrt einstecken würden, leicht ist, wieder das ganz rechte Phase Erde vertauschen. Also man sieht, das Ding ist brauchbar. Vorneweg muss ich natürlich gleich sagen, weil sonst schimpfen mir meine Berufskollegen wieder. Selbstverständlich darf ja allein das eigentlich gar nicht machen. Ich weiß aber, dass trotzdem gemacht wird. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, lieber ist mir, der Laie steckt dann hinterher sowas ein, ist wie, dass er es gar nicht überprüft. Der hat jetzt das festgestellt, ich habe immer noch Sicherung und FI drin, auf diesen Schutzkontakten, die Bügel, die rausstehen, liegt der Außenleiter an. Das Teil hat das festgestellt. Natürlich schaltet sich das nicht automatisch aus und so weiter. Der Fehler, der könnte, wenn man das nicht überprüft, unbemerkt bleiben, bis einer dahin fasst. Oder bis ein Gerät angesteckt wird und irgendwas. Aber bis dahin steht der Außenleiter an. Nochmal zu meinem Prüfverfahren, wie ich es davor mit dem Duspol gemacht habe. Das Erste, was ich immer mache, ist, dass ich das Teil, das summt, auf den Schutzbügel lege. Und wenn das Summen anfängt, wenn ich nur mit denen hingehe, dann läuten sämtliche Alarmglocken. Wenn man das dann festgestellt hat, muss man natürlich die Drähte wieder umklemmen. Natürlich muss man da ein RCD raus, eine FI raus. Wie alle arbeiten unter Strom, darf man das nicht machen, sollte man das nicht machen, das ist richtig gefährlich. Immer ausschalten.
Also ich finde sowas wirklich eine gute Alternative, eine gute Möglichkeit, ob jetzt der oder der mit der Prüftaste, beide verlinke ich unten einmal, für denjenigen, der daheim bastelt, das ist natürlich gar nicht so. Nochmal, ich befürworte das nicht, aber ich weiß, es wird gemacht. Und da ist mir lieber, er probiert sowas mit dem, sollte dann irgendwo Fehler auftauchen, Elektriker anrufen und das richten lassen. Es geht aber ganz genauso gut. Ein guter Duspol, ich sage aber, Duspol, verzeiht mir das bitte, ein zweipoliger Spannungsprüfer. Beides ersetzt natürlich keinesfalls eine VDE-Messung. Wie immer, Servus, lasst euch nicht verarschen und Schluss!